Herzlich willkommen zu einer neuen Deus Ex Let's Play Folge. Ich bin Rektalin und ihr schaut wie Play Games for You. So. Hoffen wir mal, dass das Spiel alles unbeschadet überstanden hat. Ist ja die digitale Version. Genau. So. Ist halt immer nur so blöd, dann die Sachen zu aktivieren. So, okay. Alles klar, ich verstehe. Ein bisschen. So, wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben jede Menge Leute umgeschossen. Also, ist von daher eher normal. Nur Duki Duki. Die Frage ist jetzt trotz allem, wie um Himmels Willen. Kurz umgucken. Kommen wir weiter voran jetzt? Ist die Frage. Wir müssen ja irgendwie auch irgendwann mal runterkommen. Da ist einer. Ich würde den ganz gerne ausschalten. Hallo? Ah! Wie sie sich immer wieder drauf reinfallen. Das gibt's aber auch gar nicht, ey. Das hätten sie. Na komm, mach mal die Tür auf, Mann. Ja, genau, genau. Komm mal her. Guck mal nach, was geht hier ab. Ey, Alter, du kannst doch nicht einfach nur die Tür aufmachen, oder? Was könnte das gewesen sein? Ja. Frage ich mich auch, ey. Was könnte das gewesen sein? Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, haben wir den da schon umgebracht gehabt? Nee, der steht noch da, ne? Gerade ein bisschen blöd. Gucken. Hinten irgendwie hin. Kommst du raus oder nicht, ey? Hab mich wohl geirrt. Scheiße. Die kommen nicht dorthin. Die machen nur die blöden Türen auf. Was ist das? Das ist der Poltergeist. Ja, vermutlich. Die andere Tür hat er jetzt nicht aufgemacht, oder was? Ach was. Das Problem an der Sache ist, wenn wir hier jetzt den Ballermann rausholen, dann ist hier wieder Schicht im Schacht. Das bringt uns jetzt in dem Moment gar nichts. Und raussaugen können wir es anscheinend nicht. Bräuchten irgendeine Waffe, die betäuben kann. Mal gucken. Halt, Moment, müssen wir Select drücken, um ins Menü zu kommen. Was haben wir denn da? Standardgewehr. Schrotflinte, Maschinenpistole, 10mm Pistole. Schockgranate. Menü öffnen. Untersuchen. Wählen. Kurzzeitige Betäubung. Spitzunterdrückungsabgang kann die Wirkung von Schockgranaten aufheben. Das helfen könnte. Bier, Whisky, Schmerzmittel. Psst, gibt's doch gar nicht. Ah, ich habe eine Idee, was wir machen. Wir bringen jetzt einfach alle hier in dem Dings um. Schleichen schön und gut. Wir bringen alle Polizisten um. Jetzt wisst ihr es. Nur noch kurz rausfinden, wie ich da nochmal hinkomme. Zu dem Büro. Einfach unzensiert weiter.
Hier ging es irgendwie nicht rum, wirklich. Es gab aber eine... Einen Weg gab es auf jeden Fall. Okay. Wie wir da am besten vorgehen hätten können. Machen das jetzt mal so. Wir schießen hier die Leute tot, rennen dann einfach durch die Gegend. Was ist das? Okay. Vielleicht müssen wir es doch nicht. Wenn hier jemand ist, kommen Sie raus! Vielleicht kommt er raus. Er kommt raus, okay. Komm, 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 dreh dich um, Mann. Ich schätze, das war nichts. Okay, perfekt. Nur betäuben, nur betäuben, nur betäuben. Sau gut. Okay. Ziehen wir ihn auch mal hier weg. Weil das Problem, mit was ich mit ihm habe, ist, dass er, wieder aufgeweckt werden kann. Rein theoretisch jetzt. Haben wir ihn noch? Haben wir ihn vergessen? Wo ist er denn? Da ist er. Okay, das reicht mir schon. Okay, Credits. Auch gut. Die Frage natürlich. Was ist das? Wenn er wieder wegläuft, dann gucken wir, dass wir da hingehen und ihn ausschalten. Der macht nichts. Können wir auch da liegen lassen. Was mit dem hier? Okay, der. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Haben wir was geschafft? Können wir gucken, ob wir hier was looten können. Pistole, das ist schon mal gut. So. Gut, dass ich doch noch geschlichen bin. Was ist das denn? Credit Chip. Und das hier? Nix. Wo gibt's hier Schubladen? Hier muss ja auch jemand Schubladen haben, oder nicht? Hier. Auch Credits. Leer. Okay. Wo ist der Fluchtweg? Da. Gucken wir uns hier nochmal um. Bringt uns nichts. Ist leer. Okay, dann würde ich sagen, dann versuchen wir mal zu hacken. Oder speichern wir zur Sicherheit? Ich würde sagen, wir speichern erstmal. Denn das war ja doch ein fundamentaler Fortschritt. Ja, würde ich überschreiben. Okay, das passt. Hacken wir nach Möglichkeit. Okay, hacken. Herauszoomen. Müssen wir am besten dorthin kommen. Müssen hier und dann hier rüber. Kann ich verbessern. Übernehmen. Übernehmen. Können wir nicht verbessern? Komm schon, 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 komm schon! Nein! Das schaffen wir doch nie. Verdammt! Alarm, okay, Alarm.
Weg, weg, weg. So. Kommen die jetzt oder kommen die nicht? Die wissen wohl nicht wo. Gut. Macht der Alarm vorbeigehen. Eigentlich müsste es auch reichen, wenn wir von einer Seite auskommen. Wir müssen es ja nicht doppelt machen, wir können ja von einer Seite aus nur losgehen. Na, wie lange geht denn der Alarm noch? Was soll denn das? Wahrscheinlich haben die ihre festen Positionen, wo die dann absuchen. Sprich, weil hier die Leute ja umgenockt worden sind, geht keiner gucken, was hier los ist. Weil das ja eigentlich abgedeckt ist vom Suchmuster her. Also so denke ich mir das ja zumindest. Dauert aber ewig der Alarm. Warum? Die Frage. Und wie kommen wir hier weiter? Ist auch interessant. Vielleicht können wir hier irgendwie noch Leute umhauen oder so. Ah, der Alarm ist schon vorbei, okay. Die bösen Laserstrahlen. Gehen wir doch gleich nochmal hacken. So. Besser an. Hacken wir das auch gerade mal. Jetzt können wir das hier hacken. Okay, diesmal haben wir es geschafft. Sehr gut. So. Allerdings noch bestätigt werden. Uninteressant. Homeland, wieder gleicher Kram wie immer. Okay, nichts Besonderes hier. Ärgert mich ein bisschen, dass wir immer noch nicht diesen Code gefunden haben für die Waffenkammer. Was mit dir hier überhaupt? Okay, dann halt nicht. So. Versuchen wir hier auch gerade nochmal zu hacken. Wir müssen unbedingt hacken skillen, also ist ja wohl mit das Wichtigste anscheinend. Okay, haben wir. Sehr gut. So. Angesichts der Berichte aus anderen Städten, Krawalle noch schlimmer, egal. Okay, so, Homeland wieder, Sperrung der Leichenhalle, alles altbekannte Sachen. Nichts wirklich Neues jetzt. Hier nochmal. Das Problem ist, jetzt haben wir da so rumgemacht und wirklich weiter hat uns das jetzt nichts gebracht. Das gibt's ja überhaupt nicht, ey. Rausgehen. Ich frag mich ja, ob man die diese Überwachungskameras ausschalten kann, im Sinne von kaputt schießen oder so. Würde mich interessieren. Generell mal. So. Ich würde aber sagen,
machen wir hier einen Cut an dieser Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.